die Bestimmung zum Beispiel, könntest du jetzt wieder sagen. Aber du sagst mir ja, du hast ein gutes Gefühl dabei und es macht dir ja Spaß. Also du gehst ja schon den harten Weg. Ja. Aber ja. Du hast jetzt nie gesagt, so, ihr hörst jetzt wieder auf, weil du immer gesagt hast, ich merke, dass ich Fortschritte mache, es macht mir nach wie vor Spaß, aber es ist hart. Ja, ja. Es ist trotzdem anstrengend. Ja. Also jetzt zum Beispiel, mit der Schriftstellerei ist es ja so, dass ich jetzt einfach eine Pause einlege. Ja? Also es war ja schon, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Unfreie Arbeit ist scheiße. Ja? Also verkauft war jetzt nicht so der Hit, sag jetzt einmal. Und jetzt habe ich ein zweites Buch, das Fantasy-Buch. Und es ist jetzt auch schleppend, sag ich jetzt mal. Es geht jetzt ein bisschen schleppend voran. Und jetzt bin ich natürlich auch noch überlegen, ob das jetzt meine Bestimmung ist oder nicht, ob ich jetzt noch weiter Energie, weil es natürlich harte Arbeit war. Also es, ich habe mordsmäßig Energie, also da braucht man keiner was sagen. Also es ist wirklich eine Sache gewesen, wo ich sage, hey, da habe ich mich echt reingehängt. Ja? Ich habe wirklich von früh bis spät, okay, ich bin ausgeschlafen natürlich, ich habe schon mal geschlafen bis 9 oder so, habe frühstückt ganz normal, aber ab dann ging es los, habe ich dann losgeschrieben. Ja? Und zwischendurch habe ich mal wieder Haushalt, dann während der Haushalt gemacht habe, habe ich überlegt, was könnte ich noch schreiben, habe dann wieder mich in die Welten reingeträumt, ja? Habe dann weitergeschrieben und so. Und das war natürlich schon auch ziemlich Energieaufwand, Zeitaufwand etc. Ja? Und also beim Ding, natürlich beim Metallbau ist mir es jetzt klar, ja, auch Firmen allgemein ist nicht meine Bestimmung, da bin ich mir jetzt sicher. Bei Ding, beim Schriftstellerei ist jetzt so, dass ich Argumente im Kopf habe, wofür und dagegen sind. Also die einen sagen, lass es jetzt sein, ja, die anderen sagen, mach weiter, gib nicht auf. Und dann gibt es noch Argumente in meinem Kopf oder eine innere Stimme, die wo sagt, hey, mach den Zwischenweg, mach einfach mal Pause, mach einfach mal nichts. Komm zur Ruhe, überleg erstmal, ist das nur dein Weg? Und jetzt mit der Zeit habe ich den Mittelweg genommen. Ich sage jetzt, okay, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr nichts, weil jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt der Sommer. Da bin ich im Biergarten, da fahre ich Fahrrad, da mache ich Sport. Ja. Nebenbei habe ich ja noch das mit den Astralreisen, wo ich meditiere und so. Da kann ich also noch Zeit in die Astralreisen investieren. Und wenn dann die Tage wieder schlechter werden oder so, dann kann ich sagen, okay, ich schreibe wieder weiter oder lass es, je nachdem. Aber ich gebe mir einfach mal ein halbes Jahr Zeit, wo ich über die ganze Sache meditiere, wo ich zur Ruhe komme. Also das ist zum Beispiel auch noch ein Weg, dass man so vielleicht einen Mittelweg geht. Oder Methode, was denkst du? Dass man sagt, okay, man gibt nicht ganz auf, sondern lässt es mal eine Zeit lang ruhen. Man lässt einfach mal auf Eis. Kommt erstmal zur Ruhe, ja, meditiert, entspannt, meditiert mal über die ganze Sache. Und schaut, was bin ich, wer bin ich überhaupt, was habe ich für Talente. Und wenn es jetzt bis jetzt zum Beispiel jetzt nicht so richtig angelaufen ist, wie bei meinen Büchern, dass ich einfach mal überlege, warum. Dass ich mir ganz in Ruhe mal überlege, was sind die Gründe, warum es jetzt nicht, warum da jetzt nicht mehr gelaufen ist. Ja? Ich finde, das ist vielleicht ein guter Weg, dass man sagt, okay, das ist so, dass man das ein bisschen ausdifferenziert und so und sich reflektiert und dann wieder dann mit voller Energie dann wieder loslegt. Also. So ist jetzt quasi. Da musst du praktisch dann auch wirklich auf dein Gefühl hören. Also du hast ja von Anfang an ein Gefühl gehabt bei der Schriftstellerei, das dir schon irgendwo sagt, ist es jetzt wirklich das Richtige? Oder mache ich es eigentlich nur als Mittel zum Zweck? Also machst du die Sache an sich, weil sie dir Spaß macht? So wie ich es jetzt zum Beispiel bei dir gesehen habe, bei deinen Astralreisen, dem Versuch der Astralreisen. Ja, ja. Das macht dir ja wirklich Spaß. Also du machst Fortschritte, du siehst, erkennst Fortschritte und das hast du zum Beispiel jetzt bei der Schriftstellerei nicht so gehabt. Nicht so, ja. Also deswegen würde ich auch sagen, mach das erstmal, versuch das hinzukriegen und dann erkennst du ja selber. Vielleicht ist dann genau das dein Weg, dass du dadurch anderen Leuten helfen kannst. Also es war jetzt nicht so eine Katastrophe wie die Metallbauer-Geschichte. Das war eine Vollkatastrophe. Würde jetzt nicht sagen, das ist halt wie diese Schriftstellerei, ist halt quasi so ein Mittelding. Ja. Vielleicht sowas wie eine Nebenberufung. Ja. Dass vielleicht meine Hauptberufung, Astralreisen, ein Meister der Astralreisen zum Beispiel, ja, oder vielleicht ein moderner Magier der Astralreisen, wie auch immer, wie man das auch nennt. Dass die Schriftstellerei dann vielleicht sowas so ein Nebending ist, so quasi, wo mich noch nebenbei noch verwirkliche. Also das vermute ich ganz stark. Das wäre jetzt auch so quasi so, kann man sagen, so der Mittelweg. Auf jeden Fall, ja, das werde ich weiter verfolgen. Wie gesagt, macht euch da mal Gedanken, Leute. Also geht in euch, schaut, was eure Bestimmung ist. Ja. Und wie gesagt, meine Empfehlung, aber klar, nicht gleich aufgeben. Aber wie gesagt, wenn ihr merkt, ist, die Sache tut euch nicht gut, wenn ihr es vom Gefühl merkt, hoppla, das ist nicht meine Bestimmung, da will ich auch nicht alt werden mit dem Ganzen, ja, dann lasst es lieber sein. Ja, weil das soll ich dann nur niederbügelt, weil macht sie da kaputt mit der Sache. Ihr verrennt euch
und das ist einfach nichts. Ja, okay. Sollen wir noch ein bisschen, wir können ja noch was über Astralreisen noch ein bisschen erzählen, weil wir da sind ja beide jetzt sehr interessiert, Astralreisen. Leute, Astralreisen, das ist was, was ich davon ausgehe, oder was ich davon ausgehe, ich bin mir auch nicht nur sicher, sondern ich weiß es. Das wird eine spirituelle Revolution auslösen. Das wird das Denken von den Menschen total verändern, unser Bewusstsein total verändern. Das ist das Thema überhaupt. Also ich beschäftige mich schon viel mit Spiritualität. Ich habe ja schon anfangs über mich über Buddhismus interessiert. Ich habe Videos angeschaut, da gab es mal so ein Video, das hieß im Einklang mit dem Universum. Ist leider jetzt so nicht mehr bei YouTube. Da gibt es andere Videos, die heißen so ähnlich, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Ich habe mir auf jeden Fall, das war so mein Weg so. Und ja, habe dann auch schon mal immer mal wieder angefangen zu meditieren, aber war noch nicht am Anfang noch nicht so intensiv dabei. Und jetzt, seit ich den Marco Hümer kennengelernt habe, also da ist, wie gesagt, der Sohn von meinem Vermieter hat mir dann was erzählt, weil der auch gewusst hat, ich bin ja schon auf dem spirituellen Weg. Und er erzählte mir von Marco Hümer. Und dann habe ich gedacht, ja gut, was ist denn das für ein Scheiß? Und dachte, ja, er erzählt von Astralreisen, ja, was wird das schon sein? Habe ich gedacht, ach ja, der Robert, der wieder mit seinem Zeug. Gell. Und dann hat er gesagt, ich soll mal das Video anschauen, meine erste Astralreise zu einem anderen Planeten. Und das habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich das Video angeschaut, dann sehe ich den Marco Hümer und habe gedacht, ach, was ist das? Also vom Aussehen kam der mir vor wie so ein Bauernbüble. Entschuldigung, Marco, nee, das war halt so ein Eindruck, so halt so sehr bodenständig. So Landei kam mir das rüber und hat gedacht, was will der mir von Spiritualität erzählen? Erzählt er mir was vom Pfarrer von Hintertupfing oder so, gell? Nee, 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 das ist kein Bauernbüble. Der hat wirklich Ahnung. Dann erzählt er Sachen, wo ich gesagt habe, ja, das habe ich schon immer gewusst. Ich habe auch schon ein bisschen Ahnung gehabt von Nahtoderfahrung. Da war ich schon auch, ich wollte schon immer wissen, was kommt nach dem Tod. Weil es kann doch nicht sein. Wir schicken schon bald Raketen zum Mars oder tun wir jetzt schon Satelliten zum Mars und so weiter. Unsere Technik ist schon weit entwickelt, schon Internet, Handy und so weiter. Wir sind so intelligent, aber wir wissen nicht mal, was nach dem Tod kommt. Ja, Leute! Da müsste man doch Milliarden Forschungsgelder in die Nahtodforschung stecken. Ich will doch wissen, was danach kommt. Weil dann, wenn ich weiß, was danach kommt, dann weiß ich auch, was davor war, wo ich herkomme. Ja? Und dann kenne ich auch die Wahrheit. Dann können wir diese ganzen religiösen Dogmen endlich aufheben. So viele Leute bringen sich um wegen Religion, wegen religiösen Dogmen. Ja? Und da wäre jetzt die Möglichkeit, dass man endlich zur Wahrheit kommt. Endlich genau wissen, was ist Gott, was ist die Schöpfung, wo kommen wir her, was ist der Sinn des Lebens. Ja? Das will ich doch wissen. Was passiert nach dem Tod? Ja? Und das waren die zwei Punkte. Buddhismus, ich habe dann auch schon immer an Wiedergeburt geglaubt. Und der Marco Hümer hat das bestätigt. Auch das bestätigt, was in der Nahtodforschung. Das sind nicht irgendwelche, wenn er da erzählt von irgendwelchen Reisen zu anderen Planeten, dass er sich mit Außerirdischen unterhalten hat und so weiter. Das ist nicht nur irgendwie so Hirngespinste, nein, das bestätigt auch das. Vieles bestätigt die Nahtodforschung, vieles bestätigt der Buddhismus, das, was er erzählt hat von Reinkarnation, dass man reinkarniert, je nachdem, in eine höhere oder niedere Astralwelt. Ja, kommt natürlich auf Karma drauf an oder wie viel man gelernt hat. Und das ist einfach so logisch, das ist mir einfach so klar geworden, ja, dass ich wirklich sage, ja, der Mann hat mein Bewusstsein um 10 Jahre erweitert. Ja. Ja, also auf jeden Fall Astralreisen, wir sind ja voll dabei und so. Astralreisen und auch vielleicht auch luzide Träume. Wie gesagt, wir Traumerinnerungen steigern. Ich war ja früher auch so, dass ich gesagt habe, Träume, das sind Schäume, ja. Also ich habe da eigentlich, weil ich immer gedacht habe, das ist ja Blödsinn, was man träumt, das macht gar keinen Sinn, wollte die Träume eigentlich vergessen. Also ich habe da ein Programm aufgelegt. Jetzt muss ich mich wieder umprogrammieren, weil ich weiß, dass die Träume wichtig sind. Das sagt mir was, ja. Und luzide Träume sind ja auch eine gute Voraussetzung auch für Astralreisen, weil es auch mit Astralreisen verwandt ist. Du bist quasi in dem Traum, wenn du träumst, bist du quasi astral, aber, also in der Astralwelt, plus du bist in der Sache halt nicht bewusst. Ja, oder Methode, was. Du bist ja auch so, ihr habt ja quasi ein bisschen überzeugt, kann man sagen, oder bekehrt. Was kannst du noch, oder was denkst du noch so über Astralreisen? Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, Marco Hümer, oder wie bist du zu Astralreisen gekommen? Frag mal so. Ja, also wir uns ja kennengelernt haben, du hast ja bei mir mal ein Video kommentiert und mir ein paar Anregungen gegeben für meine nächsten Videos. Okay. Und ja, da habe ich ja dann eins gemacht und sind mir immer mehr ins Gespräch gekommen, sage ich jetzt mal. Anfänglich noch über E-Mails. Ja. Auch mal miteinander gesprochen, geskypt. Und dann hast du mir den Marco Hümer so ans Herz gelegt. Und da war ich am Anfang natürlich auch noch sehr skeptisch bei der ganzen Sache. Also gerade so,
Astralreisen, ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, für mich war das alles nur ein Hirngespinst. Und dann habe ich mich ein bisschen genauer mit der Forschung dann beschäftigt. Dann die luziden Träume wurden ja schon lange also bestätigt. Das ist ja wissenschaftlich schon einwandfrei nachgewiesen, dass es luzides Träumen wirklich gibt und dass es möglich ist. Und das hat bei mir dann schon so ein bisschen Klick gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das ist schon, könnte ich mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Dann habe ich mir einfach mal so ein paar Videos von dem Marco Hümer auch angeschaut. Und ich muss sagen, also es hat nicht alles jetzt, aber das meiste hat so Hand und Fuß und das von meinem inneren Gefühl her war das im Einklang mit mir. Ja. Und ich habe ihm dann auch mal geschrieben, ich habe dann gemeint, Marco, ich weiß jetzt nicht, es könnte sein theoretisch, dass du ein Betrüger bist, der nur seine Kurse verkaufen will, aber ich muss ehrlich sagen, das, was du so zu sagen hast, das höre ich mir tausendmal lieber an, wie die ganzen anderen negativen Mist, die man sonst so den ganzen Tag hört überall. Ganz kurz, wenn ich da ganz kurz noch was einwerfen darf, es ist ja so, man soll niemanden zum absoluten Guru erklären und das eins zu eins annehmen. Jeder Mensch hat Fehler. Ja, auch der Marco Hümer hat seine Fehler, da habe ich auch schon ein Video gemacht. Es gibt keinen perfekten Guru, wo man eins zu eins sagen kann, okay, der hat immer recht gehabt oder der war immer erleuchtet. Nee, also man muss alles immer kritisch sehen. Ja. Also sogar Jesus zum Beispiel, wenn man jetzt nach der Bibel geht, wenn er so beschrieben wird, ist wie die Bibel, gibt es auch eine Bibelstelle, wo Jesus zum Beispiel sagt, man soll seine Kinder schlagen. Ja, wer seine Rute schonet, der hasset seinen Sohn. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also entweder ist es nicht Jesus, aber was ich damit sagen will, ist, man muss alles natürlich immer kritisch sehen. Man soll niemanden da bedingungslos folgen. Ja, wir brauchen keine Führer oder Personenkult, um Gottes Willen. Aber man kann einfach viel lernen und ich muss einfach sagen, der Mann, ja, der hat mir so viel gegeben, ja, der hat mir so viel gezeigt und er hat ja so mein Bewusstsein erweitert, dass ich wirklich sagen kann, ich muss sagen, ich kann die Videos von ihm nur empfehlen, ja, es sind super Videos, was er macht, er sieht super Sachen, er auch von bedingungslose Liebe, dass eigentlich der Grund, warum wir da sind, ist einfach, dass wir kennen, dass wir bedingungslose Liebe sind, dass wir sind da, Liebe zum Empfangen, Liebe zu geben und gleichzeitig auch unser Bewusstsein zum Erweitern. Das ist der Sinn unseres Lebens, weil nur so kommen wir in eine höhere Stufe, weil das ganze Universum wächst. Auch wir sind Bäume, die wachsen. Ja? Wir sind quasi kleine Götter. Wir sind eigentlich auch Gott, ja? Nur ein Kleinformat, können wir sagen, also ein kleiner Teil von Gott, aber wir sind ja verbunden mit Gott. Ja? Ein Teil von Gott, der quasi wächst. Und irgendwann mal selber zum großen Gott wird, ja. Und das macht einfach Sinn. Das ist für mich logisch, das ist für mich klar, ja. Und das macht Sinn. Und wie gesagt, und ich glaube auf jeden Fall an ein Leben nach dem Tod. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es so ist, weil es für mich einfach völlig sonnenklar ist. Weil sonst, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, wird überhaupt nichts irgendeinen Sinn machen. Also das ist schon so meine Meinung. Dann wäre alles bedeutungslos, ja. Alles komplett ist es aber nicht. Nichts ist bedeutungslos. Alles macht Sinn, alles ergibt einen Sinn und so weiter. Auch wenn wir den Sinn von nicht gleich sofort erkennen, ist alles irgendwo sinnvoll. Also irgendwo im Nachhinein wird man dann den Sinn dann doch sehen, sage ich mal, auch wenn man ihn jetzt nicht erkennt. Und es gibt alles eine Einheit und ja, auf jeden Fall. Das habe ich erkannt. Das sind, wie gesagt, das sind meine spirituellen Einsichten. Und ja, wie gesagt, teilt das Video, verbreite die Botschaft. Ich komme jetzt auch so langsam zum Schluss. Ich weiß nicht, Methode, wolltest du noch irgendwas sagen? Wolltest du noch was hinzufügen? So, dann. Nee, also soweit. Okay. Gut geredet. Danke, du auch. Okay, also das war jetzt das Video. Ja. Spiritueller Anarchist und Methode. Ja. Was ich vielleicht noch, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Gerne. Ja, also ich habe jetzt 3 Videos bei mir auf dem Kanal Methode. Und ich gehe auf die Zuschauer ein. Das heißt, wenn du Kritik, Anregung oder einen Videowunsch hast, also wenn dir irgendein Thema am Herzen liegt, wo ich ein Video machen soll, schreib es mir einfach ins Kommentar und ich werde es dann umsetzen. Ja, du bist ja quasi so ein Newcomer, kann man sagen, auf YouTube. Also, wie gesagt, ich kann dem ja nur beipflichten. Bei mir ist es natürlich genauso. Also Kommentare immer gerne, natürlich immer mit Respekt, natürlich nicht beleidigend, weil darauf gehe ich auch gar nicht ein. Das muss, also sage ich immer wieder, also Hasskommentare, beleidigende Kommentare werden gar nicht beantwortet, sondern einfach gelöscht. Ja. Kritik ist okay, Kritik, ganz normale Kritik ist okay, aber natürlich Beleidigungen oder so, Volldepp, Idiot, Arsch oder so, ja, da ist halt bei mir ruckzuck Schluss. Ja. Okay, ja, gut, dann würde ich sagen, dann war es mal soweit.
Und wir freuen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.